Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir haben die letzte Folge hier beendet. Ich musste mal wieder den Raum hier noch einmal spielen, weil der Savepoint leider davor war. Bin jetzt noch nicht hier drüben rein, das hatten wir in der letzten Folge noch gemacht, aber hier haben wir auch nicht gesehen, dass wir wirklich weiterkommen. Geht's da hinten rein? Auch nicht, ne? Deswegen habe ich das jetzt einfach mal kurz weggelassen. Good. As soon as they arrive, we launch our attack on those activists. They fucked with us for long enough. Halt die Frage, ne? Ist halt komisch, dass die unsere Zielpunkte das hier alles anzeigen. Gut, hier stehen ein paar Fässer. Weiß leider nicht mehr hundertprozentig, was die Aufgabe hier war. Das ist immer echt schwierig, wenn man dann 2-3 Tage Pause hatte, bevor man weiterspielt, sich daran zu erinnern. Ich hab's jetzt aber auf die Schnelle leider auch nicht. Ah, shit. Ach, was mache ich denn? Nicht funken. Danke. Ein Glück, dass das noch geklappt hat. Ja, jetzt wurde mal, glaube ich, gesehen. Na gut, dann flippen wir jetzt mal kurz aus. Vielleicht müssen wir das ja auch einfach. Zumindest ist jetzt unser Zielsymbol verschwunden. Macht ein R. Ach, jetzt verwandeln die sich nochmal, alles klar. Aber wir haben ja mittlerweile... Ach du Scheiße, keine Exos, wo kommt er denn her? Wir haben ja mittlerweile einen riesen Zornbalken. Das heißt, wir können hier Special Move über Special Move machen. Oh Gott. Aua. Kannst du es mal lassen? Er ist tot. Nächste Welle bitte. Es hört nicht auf, aber ich sehe keine Gegner mehr. Ach, da oben. Alles nur einfache Soldaten. Ach nein, hier sind noch ein paar schwere. Ja. Oh, was denn jetzt? Ich sehe nichts mehr im Spiel. Ihr seht noch was. Hilfe, macht das Spiel wieder auf. Auf einmal schwarzer Bildschirm. Es tut mir leid. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Vielleicht zu oft Shift gedrückt. Zum Ausweichen. So. Wir haben eigentlich... Ja, wir könnten eigentlich auch mal wieder ein bisschen ausflippen. Bam, es sieht so geil aus. Ah, kein Silber. Wo war der Silbertyp? Da oben ist er. Zack, und drauf auf die Typen. Ah, Raserei ist leider schon wieder rum. Und da haben wir es aber geschafft. Ah, zumindest ist das Symbol jetzt verschwunden. Ich weiß nicht, ob wir diese Fässer eventuell zerstören müssen. Jetzt hier in der Mitte standen. Dann würde es natürlich einiges erklären. Notfalls flippen wir jetzt halt mal kurz in jedem Raum aus. Was haben wir denn hier? Ach, Armbrustpfeile. Brauchen wir wie immer nicht. Ich finde die Armbrust ziemlich mager. Wirklich viel habe ich die bis jetzt nicht gebraucht und wenn, dann eher zum Kameras kaputt schießen. Hier geht es leider nirgendwo rein. Nö, hier ist aber auch nichts weiter. Wir haben jetzt hier drüben noch... Aber was war das für... Wir waren doch gerade hier drin und da war ein Symbol direkt über uns. Jetzt haben wir keins mehr. Okay. Lasst uns nochmal hier drüben reinschauen. Von hier sind wir ja gekommen, glaube ich. Yep. Jetzt ist dort wieder ein Punkt. Schauen wir uns als nächstes an. Wir machen erstmal hier rein. Weiß nicht, ob es was mit diesen Fässern hier zu tun hat. Weil die stehen auf jeden Fall hier überall rum. Und wenn wir die halt alle stealth töten, wie in der letzten Folge, dann
verschwindet das Symbol nicht. Ich glaube halt wirklich fast, dass wir ausflippen müssen und alles zerstören. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal. Lange genug geschlichen. Mit der Armbrust und dem Ding hatte ich schon mal probiert, ne? Das musst du mir erklären, wie der Pfeil so geflogen ist. Finde ich halt auch schade, dass man mit der Armbrust leider nicht die Fässer abschießen kann. Wäre ja mal eine coole Variante gewesen. Naja, ich würde sagen, wir flippen. Den holen wir uns noch so. Wir könnten zumindest Sabotage noch betreiben. Da drüben war eins, ne? Ja. Wir doch nochmal schnell hier rüber. Macht uns den Kampf etwas einfacher. Aber das wisst ihr alles schon. Haben wir noch irgendwo was? Und dann dort mal gucken, ob er es mitkriegt, wenn wir die Kamera zerstören. Nö. Jetzt ist das Symbol hier in der Mitte und das hier drüben ist weg. Das ist ganz, ganz komisch. Ich weiß nicht, ob ich halluziniere, aber irgendwas funktioniert hier nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Gut, wir probieren es doch mal, weil der Raum echt einfach war. Dass wir hier die restlichen noch holen. Es sind ja bloß noch drei. Und dann können wir ja immer noch, wenn die weg sind, einmal kurz einen kleinen Ausraster kriegen. Weil ich sie gerade so schlecht geredet habe, müssen wir sie mal wieder benutzen. So, und ihn noch. Jetzt ist das Symbol weg. Also wir müssen wahrscheinlich einfach nur alle im Raum töten. Und geht das Symbol wahrscheinlich auch in dem Moment weg, wo wir uns als Werwolf verwandeln, weil dann haben wir gar keine andere Wahl, als alle umzubringen. Okay, alles klar. Tut mir leid, wenn es an meiner Unaufmerksamkeit lag. Vielleicht haben die mir das gleich am Anfang schon vor Start der Quest gesagt, dass das mein Ziel ist. Aber ich habe es einfach nicht mitgekriegt. Ava, I've cleared out the outpost and connected you to the network. Take control of InterHQ's surveillance system. I've learned more about the Earthblood protocol. The stuff they're injecting into their soldiers acts directly on their immune system. It seems like the experiment they've been conducting had to do with the protocol too. Alles klar, also wir müssen tatsächlich alle Außenposten säubern, damit dann hier unsere Kumpanen einmal rein können. Aber das sollte ja definitiv machbar sein. So, wir hatten hier oben noch was. Also einmal die Treppe hoch. Nächster Computer. Warum sprechen wir jetzt gar nicht mit Ava? Turm ist schon aus, Kamera ist auch aus. Das wird nur ein Fahrstuhl sein. Aber eigentlich müssen wir nach oben. Ich mal ganz kurz bloß die Türen hier aufmachen und schauen, aber hier ist nichts. Na, hoffen wir mal, dass der Fahrstuhl nach oben fährt. Hallo? Yep, hat funktioniert. Und dann ist das hier wohl unser nächstes Ziel. Auf jeden Fall nicht ganz so viele Versteckmöglichkeiten. Oh, das war schon wieder arschknapp mit dem Typen da drüben. Aber alles kein Problem für uns. Schauen, wie nah der Wie hat der mich jetzt gesehen? Durch diesen kleinen Spalt dort. So, dann holen wir ihn. Ich versuche das mal ein bisschen schneller zu machen, dass wir nicht ganz so lange brauchen. Dass wir halt auch mal etwas vorankommen in einer Folge. Den kann ich leider noch nicht holen. Ich sag mal, wenn wir ausrasten müssen, dann müssen wir ausrasten. Ist ja alles halb so wild. Ein bisschen Action muss ja auch mal sein, aber wenn wir es auf die Schnelle hinkriegen. Ah, okay.
So viel zu dem Thema. Ach du immer mit deinen komischen Dingern, ey. Ich weiß nicht, ob mir das hier lieber wäre, mich in so ein Vieh zu verwandeln, als meine Haftstrafe abzusitzen, aber die hatten wohl mehr oder weniger gar keine Wahl. Alter, was hat er denn? Komm schon her. Ich wäre gerne wieder in der Raserei. Am Anfang haben wir sie kaum benutzt, mittlerweile möchte ich sie immer haben. Alter Schwede. Junge, Junge, Junge. Hält aber auch was aus, ne? Können wir in die andere Haltung gehen und hier mal unseren zerfetzen Skill. Ich glaube, das ist schon besser gegen die. Und zack. Und auch da wieder alles mit Bravour erledigt. Dann haben wir bloß noch das eine Zielsymbol hier unten, ne? Ah, da lebt ja kaum noch jemand. Guck mal, unser Schatten. Fällt ihm gar nicht auf. Hallo. Na gut, da ist noch einer und dort ist noch einer. Oh shit. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt... Und da hinten noch. Da müssen wir jetzt trotzdem nicht unbedingt einen Kampf riskieren. Ich hoffe nicht, dass er es hört. Ja, er hört es natürlich. Aber noch nicht komplett. Sehr gut. Ja, wegen den drei Leuten jetzt hier noch 20 Leute Nachschub zu holen. Nicht unbedingt die klügste Variante. Und jetzt gibt es eine Sequenz, weil es war der letzte. I'm almost through their defenses. Keep going. Endrin's headquarters has been pretty active lately. Seems like our attacks on their outposts haven't gone unnoticed. They're gonna bulk up their defenses. Das ist vorhersehbar, wenn wir hier so ein komplettes Teil ausrotten. Nehmt alles mit, ist für lau. Aber es sind anscheinend doch noch die zwei Symbole am Anfang, die wir noch erledigen müssen. Na gut, ich dachte durch die Videosequenz, wir haben es geschafft. Aber nein. Es sind nur zwei Leute hier. Komm, wir nutzen mal wieder die Armbrust. Once those eco-terrorists are out of the way, we've got some wolves to kill. Time will come. Though it does, it's not a threat to us. Hier kommen wir nicht drum herum, weil den Exo können wir nicht leise erledigen. Würde aber trotzdem nochmal gern schauen, ob wir hier drüben in den Raum rein können. Eventuell noch einen Turm oder sonstiges deaktivieren. Na, wir können zumindest eine Tür aufmachen. Und noch ein paar Pfeile gefunden. Das ist auch okay. Eigentlich wäre es mal witzig, so eine Armbrustpfeil auf so einen Exo zu schießen. Getränke haben wir genug. Und das war dann auch alles. Oh, die sind schon alarmiert. Na, ziel doch. Alarmiert sind sie so oder so schon. Was war das? Miau. Okay, schade. Ich dachte, mit einem aggressiven Miau können wir ihn vielleicht holen, aber das war nicht der Fall. Aber ich finde, die Exos halten gar nicht so viel aus. Also im Vergleich zu Muskelprotzis ist eigentlich noch vollkommen okay. Ach, und du, den Silbertypen holen wir uns jetzt erstmal.
Nö, ich wollte jetzt nicht goodbye sagen. Also das Kämpfen macht schon echt Laune. Ui. Auch wenn es eigentlich nur so größtenteils haut drauf ist. Was wird denn jetzt so lila? Was macht er denn? Lass das, ich hasse das. Kommt noch eine Welle. Das hat er war jetzt aber böse von dir. Der Move ist echt immer noch der coolste. Man erwischt viele Gegner, es zieht ordentlich Schaden ab. Ach, Eiterbeule. Sagen, bei manchen gab es halt echt Nebenwirkungen, ne? So, du noch. Ah, wir haben ganz schön viel Zorn verbraucht. Zum Glück haben wir Leben noch voll. Wir hätten auch längst schon die Raserei nehmen können, aber ich habe es mal wieder vergessen. Tut mir aufrichtig leid. So, komm und du noch und dann haben wir es doch. Oder auch nicht. Und damit haben wir auch den. Ich glaube, ein Außenposten müsste es noch sein. Und einen Außenposten haben wir noch. Und dann ist auch die Quest erfolgreich absolviert. Huch. Hier war kein Punkt, die können wir anscheinend leben lassen. Mach trotzdem mal die Tür zu. Ah, hier ist auch so ein großer, also Schleichen bringt nichts. Ich würde nur ganz gerne noch mal ein bisschen Sabotage durchführen. Wo haben wir denn was? Seht ihr was? Ich sehe nichts. Hier können wir nichts machen. Hier. Aber wir können es nicht deaktivieren. Erlaubt uns das Spiel nicht. Tja, schade eigentlich, aber okay. Überraschung. Ach, haut doch ab mit euren Kampfdrohnen. Man merkt, dass wir gegen die USA kämpfen. Ja, wir haben echt gut Hit bekommen. Wir müssen mal wieder eine Heilung zwischenschieben. Vielleicht auch zwei. Ach, den Turm habe ich ja ganz vergessen. Mist, ich treffe nicht. Jetzt. Ah, der haut echt gut Damage rein. Den muss man wirklich am besten vorher deaktivieren oder als allererstes zerstören. Und das Fass auf die da unten. Geil. Das hat mal richtig cool funktioniert. Es war wirklich so geplant. Mir egal, ob ihr das glaubt. Ups, geht weg. Raserei ist immer noch nicht voll genug, aber wir müssten es gleich geschafft haben. Jetzt. Das sieht halt immer mega geil aus. In your Eiterbeule. So. Na. Du gehst weg mit deinem Move.
Ein Marvel kommt bestimmt noch. Wo lebt denn noch einer? Ach, er musste sich erstmal noch verwandeln. Ich habe dir die Zeit natürlich gelassen. Und doch noch eine Welle, verdammt. Und wir haben gerade so viel Zorn verschwendet, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Die schießen jetzt schon mit Silber? Gibt's ja wohl nicht. Na? Da war sie weg. Triff dich mit Declan. Und das werden wir auch machen. Und was wir mit dem schönen Declan machen, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 16 Uhr geht's wie gewohnt weiter. Bis dahin, macht's gut.